Herr Pinsky, Sie müssen sich schon an den Ton der Einspielung halten, sonst macht die ja überhaupt keinen Sinn. Nun, der Herr Pinsky, der ja in seiner bohrenden Fragestellung uns alle reflektiert und unserem Leben einen Sinn gibt. Zumindest wollen Sie den Wein geschüttelt oder gerührt? Er hat den Dreh raus. Hallo, Teich. Jetzt lass doch also, Herr Pinsky, ich bitte Sie. Nur ein Gläschen. Denn wir wollen ja in dem Herrn Pinsky in seiner Darreichungsform noch erleben, wie er seine Kunst schöpft, wie er praktisch als Meister der Verdinglichung. Nur ein Gläschen, Herr Pinsky, ja? Wie er als Meister der Verdinglichung unseren eigen wiederkehrenden Prozess eine schauspielerische, ja, eine schalkhafte Note gibt. Ich muss pushen. Es geht los! Ich sehe den Pinsel! Oh, großartig! Ich hab mich verpisst! Harald Pinsky!